Und dann geht es jetzt zu dem nächsten Tagesordnungspunkt, Tagesordnungspunkt 15. Für den eben zwei Anträge, einmal von der Grünen-Fraktion, einmal von der FDP, eingereicht wurden. Die erste Rednerin in dieser Debatte ist Tabea Rösner. Sie ist die Sprecherin für Verbraucherschutz von Bündnis 90 Die Grünen, von ihrer Fraktion. Und jetzt wird hier noch, werden noch ein paar Plätze gewechselt, bis dann hier die Debatte losgeht. Insgesamt 30 Minuten wurden dafür angesetzt. Sobald Kolleginnen und Kollegen ihren Platz gefunden haben, können wir auch die Aussprache eröffnen. Die Bundestagsvizepräsidentin Petra Pau wartet hier noch, weil, soweit ich das sehe, hauptsächlich Herren es nicht schnell von ihren Plätzen wegschaffen und es so doch noch etwas unruhig im Plenum ist. In den hinteren Reihen die notwendige Aufmerksamkeit hergestellt wird. Ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat die Kollegin Tabea Rösner für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, es ist nicht schwer, online einen Vertrag abzuschließen. Das geht mit einem Klick. Seit 2012 müssen Unternehmen auf ihrer Webseite einen Bestellbutton für den Vertragsabschluss vorsehen. So weiß ich, wenn ich jetzt hier klicke, dann gilt der Vertrag. Das ist eine sinnvolle Regelung und die haben wir damals auch gefordert. Nicht so einfach ist es, aus einem so geschlossenen Zeitungsabo oder Handyvertrag wieder herauszukommen. Schon gar nicht online. Viele Unternehmen bauen da zahllose Hürden auf oder verlangen eine schriftliche Kündigung. Das ist absurd und das wollen wir ändern. Einige Unternehmen bieten online einen Kündigungsvermerk an. Das heißt aber nicht, dass der Vertrag tatsächlich gekündigt wird. Nein, da meldet sich dann jemand vom Callcenter und zwingt dem Kunden einen unfreiwilligen Dialog auf nach dem Motto, wollen Sie wirklich kündigen? Der Kündigungsprozess wird so zu einem unerwünschten Kundenbindungsprogramm. Dieser Spießrutenlauf wäre ganz einfach zu vermeiden, wenn es politisch denn gewollt wäre. Aber genau da, meine Damen und Herren, liegt der Hase im Pfeffer. Faire Verbraucherverträge hat sich das Verbraucherschutzministerium angeblich auf die Fahnen geschrieben. Seitdem folgt eine Kündigung nach der Ankündigung nach der anderen. Aber es liegt bisher kein abgestimmter Gesetzesentwurf vor. Das unionsgeführte Bundeswirtschaftsministerium blockiert den Vorschlag des SPD-Ministeriums. Es wäre ja auch verwunderlich, wenn Verbraucherschutz auf der Prioritätenliste der Bundesregierung plötzlich vor dem Schutz der Wirtschaft stehen würde. Vorher lernen Schweine fliegen und bis dahin müssen halt wir Grüne uns für die Verbraucherrechte einsetzen. Und der Referentenentwurf ist nicht mal mutig. Da fehlt zum Beispiel eine allgemeine Bestätigungslösung für Verträge, die einem am Telefon aufgeschwatzt werden. Sie wollen nur eine Branchenlösung. So wird das zum Verschiebebahnhof und gerade der Telekommunikationssektor müsste dringend mit einbezogen werden, denn da bestehen die größten Probleme. Es gibt also ganz eklatante Lücken. Der Kündigungsbutton ist auch so eine. Dabei wäre eine solche Lösung doch sehr naheliegend. Zu diesem Ärgerthema gab es bereits mehrere Petitionen an den Bundestag und die Bundesregierung hat dieses Thema mal wieder komplett verschlafen. Wir wollen Sie mit unserem Antrag aufwecken. Setzen Sie unsere Lösung um und stärken Sie die Rechte der Verbraucherinnen. Wir Grüne haben uns des Themas angenommen und eine qualitative Studie in Auftrag gegeben, die zeigt, der Kündigungsprozess wird unnötig erschwert. Die Unternehmen stellen perfide, ausgeklügelte Hürden auf, da sie die Kunden nicht aus den Verträgen entlassen wollen. Das ist aus Sicht der Unternehmen nachvollziehbar, aber ich finde immer noch, Verbraucherinnen und Verbraucher sollten von der Qualität der Produkte überzeugt werden.
Wir Grüne stellen uns an die Seite der Verbraucherinnen und Verbraucher und fordern, dass Unternehmen auf ihren Webseiten einen einfach auffindbaren, barrierefreien und leicht verständlichen Kündigungsbutton vorsehen müssen, wenn dort für den Vertragsabschluss auch ein Bestellbutton vorhanden ist. Zudem schlagen wir weitere Verbesserungen im elektronischen Geschäftsverkehr vor, wie eine klar ersichtliche Empfangsadresse und eine automatische Empfangsbestätigung. Meine Damen und Herren, das alles ist kein Hexenwerk und wäre auch alles leicht umzusetzen. Wenn jetzt aber von Ihnen wieder hanebüchene Aufflüchte kommen, warum Sie diese Initiative nicht unterstützen können, dann dürfen Sie sich auch in Zukunft nicht wundern, dass in Umfragen uns Grünen immer das stärkste Engagement für die Verbraucherinnen und Verbraucher zugestanden wird. Vielen Dank. Tabea Rösner hier noch mit einer kleinen Spitze an die anderen Fraktionen in ihrer Rede. Der nächste Redner ist jetzt Sebastian Steinecke. Er sitzt im Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz für die Unionsfraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuhörer, der hier vorliegende Antrag von Bündnis 90 Grünen, die FDP, ist ein bisschen spät gekommen, da müssen wir noch mal gucken in den Ausschüssen, wie wir damit zu Rande kommen. Bietet uns noch mal die, ja, noch nicht alles durchgearbeitet, aber noch mal grundsätzlich die Möglichkeit, zum Thema Verbraucherschutz im Vertragsrecht uns auszutauschen. Wir haben, glaube ich, alle das Ziel und die Auffassung, dass Verbraucherinnen und Verbraucher geschützt werden müssen vor unlauteren Geschäftsmethoden. Wir haben das Thema Inkasso, wir haben das Thema Telefonwerbung und wir haben weitere Themen wie Wucherpreise und sonstige Dinge. Eine große Zahl von diesen Punkten werden wir zum Beispiel in den nächsten Wochen und Monaten in dem Gesetz zu den fairen Verbraucherverträgen, und die Ministerien haben sich da ja schon weitgehend geeinigt, zur Freigabe zumindest, also insofern so schlimm, wie die Kollegin das beschrieben hat, ist es dann auch nicht, geeinigt. In dem jetzt von den Grünen insbesondere angesprochenen Themenbereich haben wir bereits 2011, übrigens mit der CDU-SPD-Regierung geführten Bundesregierung von uns, den Button für die abschlusskostenpflichtiger Verträge bereits eingeführt und also schon einen enormen Schritt im Verbraucherschutz gemacht. 2016 haben wir den nächsten Schritt gemacht und haben uns das Thema zur Verbesserung im zivilrechtlichen Durchsetzung bei den verbraucherschützenden Vorschriften im Datenschutzrecht gemacht. Auch da haben wir schon eine Menge Erleichterungen auf den Weg gebracht. Dort haben wir zum Beispiel formuliert, welche Formabforderungen die Verwender durch Bestimmungen in AGBs, insbesondere Verbraucherverträgen, vereinbaren können. Durch vorformulierte Vertragsbedingungen soll mit Verbrauchern nur noch Textformen für Erklärungen vereinbart werden können, die der Verbraucher gegenüber dem Verwender oder dem Dritten auch abgeben kann. Ein Unternehmer benötigt Kündigung, andere Erklärungen oder Widerrufe oder Anzeigen des Verbrauchers nach 309 BGB eben nicht mehr in Schriftform. Ob die Bestimmungen so ausreichen, und da kommen wir zusammen, ist in der Tat zweifelhaft, wie die Praxis leider häufig zeigt. Und das kann jeder, der selber kündigt, dann auch besichtigen. Wir haben übrigens auch eine Regelung im Koalitionsvertrag dazu, die lautet, wir erleichtern Verbraucherinnen und Verbrauchern die Rechtsdurchsetzung durch Digitalisierung, insbesondere bei Smart Contracts. Und deshalb werden wir die Entwicklung rechtssicherer automatischer Vertragsentschädigung fördern. Der Kollege Ulrich sagt dazu noch ein paar Worte nachher. Der Antrag greift damit auch unbestritten eine Forderung von uns auf. Wir als CDU-CSU verstehen unter dieser Formulierung ausdrücklich auch deutliche Erleichterungen für die Verbraucherinnen und Verbraucher bei den Kündigungen. Dort haben wir mit Sicherheit Nachholbedarf. So sind wir uns einig. Wir könnten uns auch hier als CDU-CSU deutlich mehr Initiative des Ministeriums vorstellen. Das können wir so deutlich sagen. Da hätte man auch schon bei den fairen Verbraucherverträgen einen Punkt setzen können. Können wir durchaus mehr Verbraucherschutz warten. Und dann direkt auch zum Antrag der Grünen. Der Ansatz, den Sie verfolgen, das habe ich schon gesagt, ist grundsätzlich zu begrüßen. Sie fordern verpflichtend Unternehmen, einfach verständlichen Kündigungsbutton analog zum Bestellbutton aufzunehmen. Unternehmen, die den Vertragsabschluss im elektronischen Geschäftsverkehr anbieten und ermöglichen, soll zudem die E-Mail-Adresse klar und verständlich als Empfangsvorrichtung angeboten werden für Kündigung oder Widerruf. Das ist auch durchaus nachzuvollziehen. Ja, der Kündigungsablauf oder die Kündigungswege sind zum Beispiel im Bereich des Mobilfunks laut Daten der Marktwächter, gibt es eine repräsentative Umfrage dazu, eines der Hauptärgernisse der Kunden. Und das ist bei einer durchaus hohen Kündigungsquote von bis zu 30 oder Wechselquote, Vertragswechselquote von bis zu 30% im Telekommunikationsbereich bei den Befragten schon eine erhebliche Anzahl.
Wir haben aber natürlich neben der Kündigungshandlung selber, und Sie haben es auch angesprochen, noch weitergehende Probleme, die vielleicht noch die größeren sind. Zum Beispiel die Frage, was ist mit Sonderkündigungsrechten? Wann greifen die genau? Was ist mit den Abläufen nach der Kündigung? Kann man nur mal die Portierung von Nummern drüber sprechen, ein elendiges Thema. Was ist mit dem Widerruf von Kündigungen, die man gemacht hat, weil man jetzt ein besseres Angebot vom alten Anbieter bekommen hat? Oder wie ist es mit den Beweispflichten in all diesen Fällen? Insofern greift Ihr Antrag eben auch nur ein Teil Aspekt des ganzen Themas Kündigung auf. Ja. Ja, das wollen wir Ihnen ja zugestehen, ein Teilaspekt haben Sie aufgegriffen. Deswegen gilt natürlich, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch wenn der Antrag eben diesen wichtigen Aspekt herausgreift und auch diskutabel ist, ohne weiteres, ob hierin jede einzelne formulierte Forderung der Grünen an die Bundesregierung zielführend sind, müssen wir diskutieren und müssen wir abwarten. Insbesondere brauchen wir eben zu diesen anderen Punkten auch zeitnahe und rechtssichere Lösungen, insbesondere was den Vertragswechsel angeht. Ob der Antrag dem alles gerecht wird, muss man dann sehen. Wir sind aber zuversichtlich, dass wir zu diesem Thema in dem Hause noch vernünftige Vorschläge beraten werden. Wir haben das Thema faire Verbraucherverträge, wir haben auch noch andere Gesetzentwürfe. Wir können im Rahmen dieses Gesetzentwurfs darüber diskutieren und da passt dann aus meiner Sicht oder aus unserer Sicht auch das Thema des FDP-Antrages wieder dazu, dem im Rahmen der Laufzeitverträge zu diskutieren sein wird. Und gerade bei diesem Gesetzesvorhaben sollten wir gemeinsam die Vorschläge diskutieren und denke, werden wir auch zu guten Ergebnissen kommen. Vielen Dank. Sebastian Steinecke war das von der CDU-CSU-Fraktion. Der nächste Redner in dieser Debatte ist Lothar Mayer. Er sitzt für die AfD-Fraktion im Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz und spricht jetzt hier in der Debatte über den elektronischen Geschäftsverkehr und wie er für den Verbraucher besser gestaltet werden kann. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, allen Dauerschuldverhältnissen zwischen Verbrauchern und Unternehmen ist gemein, dass die Verträge in der Regel sich automatisch verlängern, wenn der Verbraucher nicht innerhalb einer bestimmten Frist diesen Vertrag kündigt. Will der Verbraucher kündigen, ist ihm oftmals nicht ohne weiteres ersichtlich, an welche konkrete E-Mail-Adresse er diese Kündigung zu senden hat. Er muss also seinen Vertrag und insbesondere AGB durchsehen, um die korrekte E-Mail-Adresse herauszufinden. Deshalb ist der Gedanke, Verbrauchern, die mit Unternehmern auf elektronischem Wege ein Dauerschuldverhältnis eingegangen sind, die Möglichkeit zur Kündigung ihres Vertrages per Kündigungsbutton zu verschaffen, dem Grund richtig. Auch der Pflicht für Unternehmen, die Vertragskündigung elektronisch zu bestätigen, stehen wir aufgeschlossen gegenüber. Leider ist nun der Forderungskatalog, den die Grünen hier aufstellen, so schlampig abgefasst, dass er den Respekt vor der Befassung durch dieses Hohe Haus vermissen lässt. Hier ist erstens zu bemängeln, dass die Forderung, die eine Pflicht zum Vorhalten eines Kündigungspartners vorsieht, so dilettantisch formuliert ist, dass sie keine Unterscheidung trifft zwischen Vertragsverhältnissen von erstens Unternehmen mit Verbrauchern, zweitens Verträgen zwischen Verbrauchern, drittens Verträge zwischen Unternehmen. Natürlich steht es auch Verbrauchern frei, einen Abschluss von Verträgen, einen Online-Button anzubieten. Ebenso können Unternehmer gegenüber anderen Unternehmern diese Art des Vertragsabschlusses ermöglichen. Was wir aber nicht brauchen, sind weitere bürokratische Hürden für den Geschäftsverkehr zwischen Unternehmen. Zweitens ist aus dem Antragstext nicht ersichtlich, ob er sich nur auf Verträge bezieht, bei denen das Recht zur ordentlichen Kündigung gegeben ist. Dies ist bei Verträgen zwischen Unternehmen, Business to Business, aber nicht immer gegeben, sondern oftmals nur eine Kündigung aus wichtigem Grund nach 314 BGB. Der Versuch, allein durch die Begründung, die ja nicht Bestandteil des Gesetzes wird, der Antragsforderungen eine Einschränkung zu erreichen, diesen Fehler nicht beheben. Drittens scheint den Antragsteller nicht klar zu sein, dass ein einfach auffindbarer Kündigungsbutton ein Missbrauchspotenzial in sich hält. Es kann nicht sein, dass Sie in meinem Namen einen Vertrag kündigen, wenn Sie nur meinen Namen eingeben und einen Knopf drücken. Erforderlich wäre es gerade zum Schutz von Verbrauchern, dass diese sich über geheime Zugangsdaten einloggen, bevor ein Klick zur Kündigung führen kann. Davon ist im Antragstext nicht die Rede, aber so etwas muss in einem solchen Fall in ein Gesetz aufgenommen werden.
Und viertens bleibt es das Geheimnis der Grünen, welche Art von Sanktionen Ihnen für einen Verstoß gegen Pflichtzuffung eines Kündigungsbuttons als zweckmäßig erscheint. Wer Sanktionen fordert, sollte zumindest angeben, ob er an Geldstrafen und wenn ja, in welcher Höhe oder an Haftstrafen oder was sonst immer denkt. Aus diesen zahlreichen Gründen werden wir Ihrem Antrag in den Ausschussberatungen nicht zustimmen können. Aber wenn Sie es noch mal versuchen wollen, wir können uns gerne zusammensetzen. Ich zeige Ihnen dann, wie es richtig geht. Lothar Mayer von der AfD fordert hier mehr Informationen. Allerdings werden diese Anträge jetzt erstmal in die Ausschüsse überwiesen. Dann ist ja eigentlich noch Zeit, auch noch mal darüber zu diskutieren. Nächster Redner jetzt ist Falko Moos von der SPD. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ich bin dann auf die Ergebnisse des Gespräches gespannt. Vielleicht kriegen wir ja einen kurzen Bericht daraus. Aber kommen wir zu den Anträgen zurück, denn in der Tat, und ich glaube, fast jeder von uns kennt es, und das ist hier angesprochen worden, man ist oft viel schneller drin, in dem Fall in Verträgen. Das haben schon andere festgestellt, und dann wird es auf einmal kompliziert. Wie komme ich wieder raus? Wie sind dann vielleicht die kleingedruckten Bedingungen? All das ist oft in der Realität dann nicht besonders verbraucherfreundlich. Es gibt komplizierte Wege, um einen eigentlich online sehr einfach abgeschlossenen Vertrag zu kündigen, wenn man diesen Weg dann überhaupt versteht oder findet. Die Kollegin Röhner hat das nicht sehr treffend, was hier das Problem, und ich glaube, die meisten von uns kennen es, tatsächlich ist. Und das, obwohl es doch so einfach war, diesen Vertrag abzuschließen. Oder telefonisch wird einem ein super Angebot gemacht und dann bei kritischer Durchsicht im Anschluss aller Details stellt man fest, so richtig ultimativ gut war das Angebot dann irgendwie doch nicht, wie man es vielleicht vermutet hatte. Die tatsächlichen Kosten sind nicht transparent, die Vertragsbedingungen nicht und. Oder, und auch das ein Problem, was angesprochen, was erkannt wurde, die Verträge laufen über 2 Jahre. Haben Vertragslaufzeiten von 3 Monaten, verlängern sich locker mal um weitere 12 Monate. Auch das alles, liebe Kolleginnen und Kollegen, nicht besonders verbraucherfreundlich. Und das ist übrigens dann oft in der Folge, und wir sehen das, ein Problem, was insbesondere auch junge Menschen trifft, die besonders häufig von Verschuldung dann betroffen sind. Weil vielleicht die vertraglichen Pflichten von Dauerschuldverhältnissen über lange Zeit angehäuft und nicht richtig durchblickt worden sind. Und deswegen sieht man es auch, dass eben im Jahr 2018 übrigens 27% aller Schuldnerinnen und Schuldner in der Schuldnerberatung jünger als 25 Jahre waren. Das, liebe Kolleginnen und Kollegen, zeigt doch ganz deutlich, insbesondere auch für diese Zielgruppe gibt es mit Handlungsbedarf. Und deswegen, ja, wissen Sie, von der AfD Hinweise zur schlechten Schulbildung, bei Ihrem Historienverständnis, was Sie an den Tag legen hier, die lassen wir alle mal beiseite liegen und das auf der rechten Seite. Es gibt aus dem Bundesjustizministerium ja einen Gesetzentwurf, er ist angesprochen worden, das faire Verbraucherverträgegesetz steht an und es ist ja, das zeigen ja auch die Vielzahl an Einwendungen, an Anmerkungen, die gekommen sind, ein Gesetzentwurf, was nicht gerade unumstritten ist. Und ich nehme auch das, was der Kollege Steinecke ja hier sehr positiv angemerkt hat. Wir sind im Verfahren bereit, noch Verbesserungen aufzunehmen, auch vielleicht aus der Debatte heute. Ich nehme das mal, der parlamentarische Staatssekretär Lange hat sich vorhin erfreut, Notizen gemacht auf den Hinweis von Herrn Steinecke, dass hier alle aus der Debatte bereit sind, noch mehrere Dinge mit aufzunehmen. Ich kann sagen, wir sind offen dafür. Wir sind offen dafür, nicht nur bei der Frage von Laufzeiten von Verträgen, bei der Verkürzung von Kündigungsfristen und bei der Begrenzung von automatischen Verlängerungen. Wir haben vorgeschlagen, dass eben die Verlängerung hier maximal 3 Monate betragen darf. Wir sind eben auch bereit, darüber hinausgehend weitere Verbesserungen für Verbraucherinnen und Verbraucher in dieses Gesetz aufzunehmen. Ich freue mich da wirklich auf die Beratung, die wir auch nach der heutigen Diskussion hier führen können. Und es gibt übrigens noch etwas, was in diesem Vertrag mit vorgesehen ist. Ich glaube, auch das ist wichtig, und wir können da auch gerne noch über weitere Dinge sprechen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir wollen bei der Bestätigungslösung eine Einführung bedeutet, oder beziehungsweise andersrum, wir wollen eine Bestätigungslösung einführen, dass eben Verträge, die über das Telefon abgeschlossen wurden, in dem Fall für den Strom- oder Gaslieferanten, eben erst
nach einer entsprechenden Schriftform dann auch gültig werden. Wir hätten uns vorstellen können, das übrigens auch für andere Branchen, wo es Dauerschuldverhältnisse gibt, einführen zu können. Ich finde auch, das ist etwas, wo wir durchaus im parlamentarischen Verfahren, und ich gucke hier gerade aus, durchaus noch nachlegen können. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir hier bis zur nächsten Beratung noch mehr Fleisch an den Gesetzentwurf dran bekommen. Also, meine Damen und Herren, wir wollen ganz klar bei der Transparenz von Verträgen, bei der Möglichkeit, diese zu kündigen, bei dem Blick darauf, was eigentlich als Rechte und Pflichten eben auch mit einem Vertragsabschluss verbunden sind, das wollen wir für Verbraucherinnen und Verbraucher stärken. Das faire Verbrauchergesetz ist ein richtiger, ein wichtiger Schritt dazu. Wir sind bereit, damit ranzupacken. Ich freue mich auf die Beratung. Und eins vielleicht dann noch mal, weil wir auf den Antrag ja noch gar nicht so richtig eingegangen sind, liebe Kolleginnen und Kollegen der FDP. Mit Ihrem Antrag haben wir zwei ganz wesentliche Probleme. Das erste ist, dass das, was Sie hier ansprechen, dass Sie nämlich Durchschnittspreise am Anfang angeben wollen, so wie man im Supermarkt die 100-Gramm-Preise für jedes Produkt nachvollziehen kann. Da wissen Sie vermutlich auch, dass wir dort ein rechtliches Problem haben. Das ist national überhaupt gar nicht möglich, das einzuführen. Wir haben dort die Angaberichtlinie, die ist voll harmonisiert. Insofern würde ich sagen, da erstmal nochmal vielleicht die Rahmenbedingungen klären. Und das, was Sie dann wollen, sind aus meiner Sicht echt nur Nebelkerzen. Wir wollen dafür mehr Transparenz. Wir sind bereit, das im Verfahren noch zu verbessern. Ich freue mich auf die Beratung. Alles Gute. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Falko Moors von der SPD hier noch mal mit Ansagen an die FDP. Allerdings fordert die FDP in ihrem Antrag auch, sich eben für solche Regelungen auf europäischer Ebene einzusetzen. Eventuell wird darauf Katharina Willkomm antworten. Sie ist von der FDP-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, die fortschreitende Digitalisierung unseres Alltags ist eine feine Sache. Viele Verträge können heute schnell und unkompliziert im Internet geschlossen werden. Auch wenn verständlicherweise nicht jeder Ladenbesitzer über diesen Umstand glücklich ist, so hat der Onlinehandel doch etwas Wichtiges erreicht. Er sorgt für mehr Wettbewerb. Verbraucherinnen und Verbraucher haben dadurch ein breiteres Angebot und niedrigere Preise. Mit der Möglichkeit, Verträge bequem online schließen zu können, stellt sich aber häufig das Kartoffelchips-Problem. Zugreifen ist einfach, aufhören fällt schwer. Vor allem, weil immer noch so viele Anbieter die Kündigung von Verträgen bewusst verkomplizieren. Wer mit Wechselboni und unvernünftig niedrigen Einstiegspreisen Neukunden gewonnen hat, der gibt sie ungern wieder her. Kundenbindung heißt aber nicht, Verbraucher durch juristische Fallstricke und versteckte Kontaktdaten an einen Vertrag zu fesseln. Kunden bleiben, wenn gute Produkte einen dauerhaften Mehrwert bieten. Die Grünen wollen jetzt das Kündigen einfacher machen. Ihr Kündigungsbutton ist tatsächlich ein vernünftiger Ansatz. So einen Button einzurichten, wird auch die Anbieter nicht überfordern. Bereits jetzt setzen etliche Unternehmen, allen voran die Streamingdienste, solche Kündigungsbutton ein. Uns Freien Demokraten liegt neben einer verbraucherfreundlichen und rechtssicheren Kündigung von Langzeitverträgen aber noch etwas Wichtigeres am Herz, nämlich die Frage, was kostet der Spaß? Und auf diese Frage bekommen Verbraucher meistens keine klare Antwort. In Werbeprospekten, auf Internetseiten oder Pappaufstellern springen den Verbrauchern übergroße Preisangaben ins Auge, die den neuen Handy- oder Fitnessstudio-Vertrag für eine Handvoll Euro im Monat bewerben. Das kleine Sternchen, und das gibt's immer, übersieht man leicht. Im Kleingedruckten offenbart sich dann gerne, dass der Preis nach den ersten 3 oder 6 Monaten deutlich ansteigt. Außerdem sind zusätzlich Einrichtungsgebühren, Anschlussgebühren oder Gerätemieten zu zahlen. Mag der Anbieter auch gute Gründe haben, diese Nebenkosten nicht einfach einzupreisen, so hat diese Praxis für Verbraucher zwei erhebliche Nachteile. Sie können nur schwer überblicken, welche Gesamtkosten auf sie zukommen, und sie können Verträge schlecht vergleichen. Wir Freien Demokraten wollen daher mit unserem Antrag für Transparenz bei Langzeitverträgen sorgen. Dazu sollen Anbietern von Langzeitverträgen bei der Werbung und bei den Vertragsanbahnungen einen monatlichen Durchschnittspreis angeben müssen. Sprich, alle Kosten, die beim Abschluss des Vertrages schon feststehen, werden zusammengerechnet und dann durch die Anzahl der Monate geteilt, die der Vertrag mindestens läuft. Durch diese Durchschnittspreisangabe wird neben dem Werbepreis angegeben. Genau wie am Supermarktregal genügt damit ein Blick für einen Vergleich. Und man kann leicht einschätzen, ob man sich einen Vertrag wirklich leisten kann.
Vielen Dank. Katharina Willkomm war das, die verbraucherschutzpolitische Sprecherin der FDP. Und nächster Redner ist jetzt Nima Mufassat. Er ist der Obmann im Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz von der Linksfraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, nie war es einfacher, Handyverträge, Versicherungen oder Zeitungsabos abzuschließen. Kurz ins Internet und mit wenigen Klicks ist der Vertrag abgeschlossen. Während der Vertragsschluss kinderleicht ist, gestalten viele Unternehmen den Weg zur Kündigung für die Verbraucher wie ein Labyrinth. Ich musste das vor kurzem selbst erleben. Ich wollte meinen Telefonvertrag kündigen. Ich konnte diesen Kündigungswunsch zwar im Kundenportal hinterlegen, aber ich musste zwingend innerhalb von 2 Wochen anrufen, eine halbe Stunde in der Warteschleife des Anbieters, eine Diskussion mit dem Mitarbeiter des Unternehmens und endlich war die Kündigung geschafft. Aber solche verbraucherfeindlichen Hürden müssen endlich weg. Wenn ein Kunde kündigen will, dann muss das mit einem Klick möglich sein. Die Kündigung muss genau so leicht sein wie der Vertragsabschluss. Und die Realität sieht doch anders aus. Zwar bieten viele Telefon- oder Versicherungsunternehmen mittlerweile Kundenportale im Internet an, aber kündigen kann man da nicht. Und per E-Mail kündigen, E-Mail-Adressen geben viele Unternehmen erst gar nicht raus, damit man ihnen auch keine Kündigung schicken kann per E-Mail. Und wenn sie eine E-Mail-Adresse haben, dann antworten sie nicht, wenn man kündigt. Und telefonisch kündigen, während Verträge am Telefon meistens über kostenlose Hotlines schnell und nach kurzer Wartezeit abgeschlossen sind, muss man bei der Kündigung die teure Hotline anrufen und ganz lange in der Warteschleife warten. Mit vielen Unternehmen ist es nach dem Vertragsschluss eine Tortur, in Kontakt zu treten. Und besonders Unternehmen mit einer marktbeherrschenden Stellung, wie die großen Telekommunikationsunternehmen, sind ein Ausweis für schlechten Service und Kundenfeindlichkeit. Solche marktbeherrschenden Unternehmen haben eben keine Anreize, sich ihren Kunden gegenüber serviceorientiert zu verhalten. Denn die Kunden müssen ja zu den Unternehmen, weil sie die Leistung brauchen. Und hier braucht es endlich klare Regulierung. Das gilt übrigens auch für das Widerrufsrecht beim Kauf von Waren im Internet. Auch hier bauen einige Unternehmen Barrieren an, indem sie E-Mails an den Kunden schicken von E-Mail-Adressen, auf die der Kunde nicht antworten kann, wo der Kunde dann wieder schauen muss, wo muss ich jetzt den Widerruf hinschicken. Auch hier gilt, ein Klick muss reichen für den Widerruf. Und deshalb, meine Damen und Herren, unterstützen wir den Antrag der Grünen. Und ich will 2 zusätzliche Vorschläge machen, die der Grünen-Antrag nicht enthält. Die einfache Kündigung mit einem Klick soll es laut Ihrem Antrag ja nur für solche Verträge geben, die online abgeschlossen werden. Aber ich finde, im digitalen Zeitalter sollte jeder Vertrag auch online kündbar sein, auch wenn er offline abgeschlossen wurde. Und es sollte möglich sein, mit einem Klick alle Verbraucherrechte geltend zu machen, also nicht nur Kündigung und Widerruf, sondern auch Minderung oder Reklamation von Mängeln. Es geht um die Frage von Augenhöhe zwischen Unternehmen und Verbrauchern und wie wir diese herstellen können. Und ich muss sagen, ich fand diese Debatte sehr sachlich. Ich bin froh, dass die Große Koalition hier auch sich vorstellen kann, Verbesserungen vorzunehmen. Das ist ein guter Schritt und freue mich auf die weitere Debatte im Ausschuss. Dankeschön. Nima Mufassat hier nochmal mit einem Lob und er hat es gesagt, hier gab es schon viel auch Zustimmung zu den Ideen, wenn jetzt auch nicht wahrscheinlich den Anträgen der Oppositionsfraktionen zugestimmt wird. Letzter Redner in der Debatte ist jetzt Volker Ulrich. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, im elektronischen Geschäftsverkehr brauchen wir Fairness und Transparenz zwischen Unternehmen und den Verbraucherinnen und Verbrauchern. Es geht darum, dass Vertragsschluss und Vertragskündigung auf Augenhöhe stattfinden kann, ohne größere Hürden, sondern durch einfaches Tun und Zutun des Verbrauchers. Wir haben übrigens diesbezüglich bereits gehandelt. Bis 2016 war es so, dass in Deutschland der Vertragsschluss und die Vertragskündigung nach anderen rechtlichen Regeln zulässig war. Damals haben wir gesagt, die Vertragskündigung muss nach den gleichen Regeln erfolgen wie der Vertragsschluss. Es darf kein strengeres Schriftformerfordernis geben, weil es oftmals so war, dass Sie durch einen einfachen Mausklick einen Vertrag schließen konnten, aber zur Kündigung mussten Sie einen Brief oder einen Fax schreiben. Das haben wir bereits 2016 geändert. Tatsache ist aber auch, dass sich seitdem die Entwicklung im elektronischen Geschäftsverkehr
nicht in allen Bereichen so verbraucherfreundlich aufgezeigt hat, wie wir uns das damals erhofft waren. Und deswegen gibt es hier einen Regelungsbedarf, und diesem Regelungsbedarf wollen wir nachgehen. Wir wollen schlicht und einfach deutlich machen und zukünftig zum Gesetz erheben, dass auch die Kündigung eines Vertrages, eines Dauerschuldverhältnisses, mit den gleichen Möglichkeiten möglich sein muss wie der Vertragsschluss. Das ist eine Frage von Augenhöhe und von Transparenz im Verbraucherbereich. Und es kann nicht sein, dass sich Verbraucherinnen und Verbraucher durch ein einfaches Design hin zu einem Vertrag wenden, aber die Vertragskündigung dann durch künstlich aufgelegte Barrieren nicht möglich ist. Und dass dann Verbraucher oftmals, wenn sie versäumen, ihren Vertrag zu schließen, dann ihre Rechte nicht wahrnehmen, weil es natürlich eine strukturelle Asymmetrie gibt zwischen Unternehmen, die viele 10.000, 100.000 Verträge haben, und dem Verbraucher, der sagt, na gut, die 10 oder 20 Euro mehr pro Monat, die nehme ich hin und kündige demnächst. Auch diese Kleinschäden sind auf Dauer nicht hinnehmbar und die stören das Verhältnis zwischen Verbrauchern und Verbraucherunternehmen, und deswegen sehen wir hier einen Regelungsbedarf. Und ich bin optimistisch, dass wir das in absehbarer Zeit durch ein umfassendes Gesetzespaket im Deutschen Bundestag auch bereden müssen. Aber wir sollten uns Gedanken machen, ob wir nicht noch weitere Punkte aufnehmen. Eine Idee ist immer noch die Frage, wie wir denn bei Entschädigungen und Erstattungen vorgehen. Gerade wenn ein Konzert ausfällt, eine Kinoveranstaltung, ein Flug oder eine Bahnfahrt nicht stattfinden kann. Da ist es so, dass gerade wenn Sie mit einer Kreditkarte die entsprechende Leistung gebucht haben und die Leistung ausfällt, Sie nicht einfach die Erstattung bekommen, sondern meistens aufwendig durch ein Formular oder durch eine E-Mail Ihren Erstattungsantrag deutlich machen müssen. Und auch das sollten wir ändern. Wir sollten darüber nachdenken, dass überall dann und dort, wo es bereits eine Kreditkarte gibt, die hinterlegt ist, dass bei einer klaren Rechtslage die Erstattung automatisch erfolgt. Das wäre eine Entlastung des Rechtsverkehrs und würde den Menschen und würde in der Tat sehr viel Ärger wegnehmen. Ich glaube, dass wir insgesamt in dem Bereich des Verbraucherschutzes durch ein kluges Design der Verträge, durch ein in die Pflicht nehmen der Anbieter und durch Digitalisierung eine fairere Verteilung von Risiken und Chancen zwischen Verbrauchern und Unternehmen bekommen. Lassen Sie uns zu diesem Thema sehr konstruktiv über diesen Antrag und über weitere Anträge im Rechtsausschuss beraten. Herzlichen Dank. Volker Ulrich war das hier in der Debatte, der letzte Redner, und auch er hat vorgeschlagen, doch über einige Punkte noch zu diskutieren. Also man hatte hier schon das Gefühl, dass bei vielen auch es auch ein Anliegen ist, für Verbraucher das Leben in diesen Belangen zu erleichtern. Diese beiden Anträge werden jetzt in die entsprechenden Ausschüsse überwiesen.